Noch ist es ruhig hier im neuen Logistikzentrum in Kaiserslautern. Erfahrene Mitarbeiter von anderen Standorten schulen die Neuen und zeigen ihnen alle Abläufe. Das Lauterer Logistikzentrum wird erstmal nur mit 400 Leuten an den Start gehen und dann den Betrieb langsam hochfahren. Aktuell sind wir wirklich noch am Anfang und müssen erstmal Bestand aufbauen. Das wird jetzt gemacht. Wir werden aber relativ schnell in den nächsten Wochen so bis zu 16 Millionen Artikel eingelagert haben. Und das wird in der Weihnachtszeit dann noch ein bisschen steigen, bis auf 18, 19 Millionen Artikel. Herzstück des neuen Logistikzentrums sind die 3.000 bis 4.000 Roboter, die selbstständig ganze Lagerregale zu den Sortierstationen fahren. Sie bewegen sich in einem abgegrenzten Bereich, in den nur Techniker und speziell ausgebildete Mitarbeiter hinein dürfen. Diese Kollegen sind aber auch sicherheitstechnisch geschult und tragen auch so eine Signalweste. Das heißt, sie dürfen diese Fläche betreten und die Roboter halten an bzw. verlangsamen im Radius von 20 Metern, sodass da überhaupt nichts passieren kann. Früher mussten die Mitarbeiter bis zu 12 Kilometer am Tag laufen, um Waren in die Regale einzusortieren oder sie herauszuholen und versandfertig zu machen. Diese Wege machen jetzt die Roboter. Sie ersetzen die Menschen aber nicht, sagt Amazon. Durch die Roboter entstehen ganz neue Jobs. Hier werden keine Menschen ersetzt, sondern es entstehen vielmehr viele spannende Jobs, gerade im technischen Bereich. Wir werden hier langfristig auch ausbilden. Und die Grundtätigkeiten sind von diesen Robotern unberührt. Im Grunde geht es nur darum, diesen Laufweg einzusparen. Und das machen die Roboter. Und die Menschen müssen nicht mehr diesen Laufweg zurücklegen. Das neue Logistikzentrum in Kaiserslautern soll eine Lücke im Südwesten schließen, heißt es von Amazon. Denn Ziel sei es, die Waren noch schneller an die Kunden in der Region versenden zu können.